Hallo, es gab Zeus hier. Willkommen zu einer Folge von, Plants vs. Zombie. Mittlerweile haben wir schon so viele Blumen, Leute, dass wir aussuchen können, welche wir mitnehmen, weil wir können leider nicht alle tragen. Wir brauchen ganz klar Sonnenblume und Sonnenblume geht nichts. Dann brauchen wir die normalen Bumsdinger halt und die Kekse und ich finde die Eisteile auch ziemlich cool. Dann machen wir sicherheitshalber noch, ach ja genau, diese Pflanzen, die fressen jeden Zombie auf einen Schlag auf, also egal wie stark oder schwach der ist. Aber brauchen eine Zeit lang, die dann zu verdauen und können erst später dann wieder weiter kämpfen. Genau. Also sind so mittelgut die Viecher. Aber ich hätte gerne auch noch eine Kirsche zur Sicherheit, falls mal wirklich was schwierig wird. Und, wir testen die mal aus, um zu zeigen, wie das funktioniert. Let's rock! Los geht's! Juhu! So, wir pflanzen. Die Taktik ist wie die Folge, wie dieselbe letzte Folge eben auch, dass wir immer sehr viele Sonnenblumen rausballern. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, warum hauen alle die Sonnenblumen in letzte Reihe rein? Wäre doch viel schlauer, die Schussteile hier reinzusetzen, weil dann können die ja länger schießen und werden nicht so schnell gefressen und so weiter. Und irgendwie ist es sogar was Wahres dran. Ich dachte mir auch so, stimmt schon, eigentlich müsste man es lieber andersrum machen. Aber ich war dann so, ach, keine Ahnung, ich mag es einfach geordneter lieber. Eigentlich hätte ich den sogar dahin gesetzt gerne. Aber egal. So. Dann schauen wir mal, Pflanze hin. Ich streame mittlerweile nebenbei noch auf Twitch. Also falls ihr Bock drauf habt, mal bei sowas zuzugucken. Link ist in der Videobeschreibung. Würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn man da mit dabei ist. Weil mir das einfach zu sehr viel Spaß macht. Und generell ist es einfach ziemlich cool. Und so. Also ich hoffe, dass es cool ist. Keine Ahnung. Müsst ihr mir schreiben. So. Ach Leute, das Spiel ist viel zu einfach. Ich würde gerne mal ein paar Levels überspringen, weil Spiel ist echt richtig interessant. Gibt dann auch ein Level, wo dann ein Pool dazwischen ist und so weiter. Oder irgendwie, glaube ich, so Nachtrunden gibt es dann auch nochmal mit Pilzen statt Blumen. Aber das... Oh Gott, da fehlt ja noch ein Shooter, sehe ich gerade. Schieß ihn tot. Ey, so viele Sonnenblumen. So, ich habe ja gleich unendlich viel Mana. So. Scheiße, wir brauchen für den Typen oben noch eine. Die Musik kenne ich seit 1000 Jahren schon. Ich fand es auch voll schön, die Kommentare zu lesen unter der letzten Folge, dass total viele meinten, sie haben das Spiel schon so und so oft durchgespielt und feiern das übel ab und so. Und weil ich finde auch, Plants vs. Zombies ist auch ein Spiel irgendwie, was einfach mega Spaß macht. Keine Ahnung, das ist auch, also gerade wenn ihr mal in der S-Bahn irgendwo... ja, stecken geblieben seid, weil die Bahn mal wieder Scheiße gebaut hat oder so, ist es einfach arschgeil, sich mit so einem Spiel abzulenken, weil das killt die Zeit. Also da, du denkst dir so, ja, ich spiel mal ganz kurz ein bisschen Plants vs. Zombie und plötzlich sind mehrere Stunden um. Also das ist der Wahnsinn, teilweise. Eisblumenpower, da kommt ein Typ mit einer, genau hier, Eisblume hin. Genau, machen wir die nächste Reihe voller Eisblumen und können in der Reihe schon mal Kekse hinsetzen. Kekse. Ist, glaube ich, immer noch eine Walnuss. Genau, einer hat geschrieben, weil wir vielleicht verlachen müssen. Vielleicht blende ich den Kommentar sogar ein, wenn ich nicht voll genug bin. Dass er dachte, für ihn waren es sogar Brote. Brote? Wo hast du denn ein Brot? Also, ich finde, das Keks finde ich noch okay von mir. Könnte ja ein Keks sein. Oder nicht? Weil eine Walnuss ist es ja auch nicht, ganz ehrlich. Eine Walnuss sieht vollkommen anders aus. Oh nein, wird gleich angefressen. Dann ist er ziemlich angefressen. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, oh nein, der wird angefressen. Das darf nicht passieren. So. Oh oh. Oh oh. Er schießt ihn. Nein. Ja, super. Walnuss, hier hinsetzen am besten. Zack. Alter, so viel Sonnenenergie, das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir noch hier... Pflanze hin, um euch mal zu zeigen, wie die funktioniert. Also die kann nicht schießen, die frisst nur auf, wenn ein Zombie in der Nähe ist. Letzte Welle. Das wird nochmal richtig interessant. Jetzt wird's interessant, Jungs. Ja, aber es, ich glaube jetzt nicht, dass wir ein Problem bekommen werden. Das wird relativ einfach alles. Wie ich mal so Symmetrie einhalten möchte. Das merke ich immer ganz unterbewusst, dass ich das irgendwie... mich nervt, wenn irgendwas nicht symmetrisch ist bei Plants vs. Zombie. Weil manche bauen ja alles einfach so irgendwie so bunt hin. Und ich kann das gar nicht anschauen. Ich bin einfach voll wahnsinnig, wenn ich das nur sehe. So, wie kann man alles nur... Hoppala! Ja, so viel zur Symmetrie. Das hab ich selber verkackt. Jetzt ist... Obwohl ich keine Dane-Walnuss hinsetzen, dann ist es halt so ein... Jetzt wird's interessant, Leute! Wir haben eine weitere Blume freigeschalten.
Die kann nämlich zwei Bälle verschießen. Hier, fire two peas. Also zwei Erbsen immer pro Zeit. Und es ist ziemlich geil. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Genau. Zack, zack. Tauschen schnell das um. Zack. Dankeschön, 5 Euro. Sehr lieb. Genau, die brauchen wir auf alle Fälle, weil die ist echt super. Die ist super geil. Das habe ich ja gerade schon. Genau, Kekse ist geil. Eisblumen sind super. Und Kirsche notfalls noch rein. Let's rock. Go. Okay. Ja. So. So, voll cool. 30 Pflanzen schafft man, bevor... Dankeschön fürs Stalken. Bevor, die Zombies kommen. Nein, er kommt. Er kommt. Ich brauche auch schnell 100 Energie. Hallo? Jetzt. Und los geht's. Friss das, Zombie. Kriegst die Erbsen ins Gesicht. Ist eigentlich ziemlich komisch, dass die Zombies Pflanzen fressen. Generell ist das ganze Spielkonzept ist voll eigenartig. Ich frag mich echt, wie man drauf gekommen ist. So, hey, wir machen Plants vs. Zombies. Das ist so, was? Warum? Aber an sich, warum nicht, gell? Und mittlerweile wüsste ich auch gar nicht. Hoppala. Mittlerweile wüsste ich auch gar nicht, was man anders denn machen soll. Oh, der hat gar keinen Fuß, sehe ich gerade. Oder der ist sehr dünn. Ist das, was soll es euch darstellen? Ist das ein Knochen? Oder ist der ist aber. Nee, komm, das ist einfach nur sehr dünn, gell? Wie Michael Jackson. Gibt's nicht sogar so einen Michael Jackson, Zombie? Ich glaube schon. So. Eigentlich kann ich auf den 200er sparen. Die sind nämlich viel besser. Die sind viel besser. Ich brauche einen 200er. Okay, wir haben es gleich. Zack, und 200er. Die schießen jetzt zwei. Genau, ich schieße mal zwei ab. Und das ist ziemlich cool. Oh, oh, da kommt so ein Stabhochsprung-Sepp. Den sollten wir schnellstmöglichst aufhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann muss ich halt nochmal einen Huni hinbauen, leider. Das war ein bisschen schade. Ich glaube, der ist auch ein bisschen schneller als die anderen, gell? Der läuft schneller. Nein! Stirb! Was ist da los? Nein! Stirb! Warum steht denn der nicht? Oh Gott. Nein, der frisst! Boah, wollte ich sagen, bitte friss ich ja nicht meinen Sepp weg. Das wäre jetzt echt viel zu traurig. Ich will die Reihe voller 200er haben. Das sieht schöner aus. So. Scheiße, da kommt der Typ angehatscht. Ich brauche einen Keks. Keks. Verdammt, falsch hingebaut, ich Idiot. Er macht mich wahnsinnig sowas immer. Aber ich muss halt auch schnell reagieren. So ist es nicht. So. Alter, das sind jetzt viele, viele Dinge. So. Und zack. Aha, sehr schön. Aber die mag ich sehr gerne, also weil die halt einfach so ballern. Das ist, da kommt ja gar nichts zu ihm hin. So schnell ballert der. Das ist ziemlich top. Ist arschcool. So, jetzt haben wir die ganze Reihe voller Zwanter. Sehr schön. Ich sehe schon in Kommentaren wieder, wie Leute sagen, dass es nicht gut ist, wenn man die ausgräbt, weil es ja Verschwendung an sich ist. Aber ich kann auch nicht, mag das einfach. Und vor allem ist es ja wurscht. Also, es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine enge Sache ist oder so. Das... ist ja eigentlich recht einfach, das Spiel noch. Da kann man sich sowas schon leisten. Oh! Schon die finale Runde wieder? Ach nee, jetzt sind gerade zwei so ruhige Runden. Krass. Generell, 9. Level, jetzt kommt man dann in die nächste Welt. Gibt es nur 10 Levels vielleicht eventuell? Das werden wir gleich sehen. Ah, wie die alle einfrieren. Echt top. Der hat einen Helm auf, wie geil. Fress den Keks. So. Zack. Super. Aber dann könnte es sogar sehr interessant werden, wenn es nochmal solche kommen. Ich glaube, dann kommen am Ende richtig, richtig viele. So. Zack. Ist die Ding auch voll. Dann würde ich sagen, machen wir wieder 200er Pflanzen, weil wir brauchen ja nur eine, die Cooldown machen.
Dann machen wir jetzt in der nächsten Runde die 200er Pflanzen rein. Das ist ziemlich cool. So. Was steht so im Chat? Mal gucken. Da schreiben manche ein CEO Fail, aber wo habe ich denn gefailt? Habe ich doch gar nicht, oder? So. Boah, ich merke gerade auch, dass ich mega Hunger habe. Ich muss auf alle Fälle dann nach der Aufnahme was essen gehen. Und ich glaube, ich weiß auch schon was. Weil ich kann entscheiden zwischen Chili con Carne. Ich könnte mir aber auch Spiegeleier mit Speck machen. Oder einen Flammkuchen habe ich auch noch. Muss ich natürlich selber machen. Ich hätte einen Teig dazu gekauft. Den mache ich nicht. Aber ich hätte dann die Zwiebeln dazu geholt und so weiter. Ach, egal. Wollen nicht über das Essen reden, das drehe ich langsam durch. So. Friss das, du blöder Zombie. Die Gewalt der Erbsenpower gegen dich. Jetzt haben wir hier 5 Schüsse sozusagen, die abgefeuert werden. Und einer ist sogar mit Cooldown drinnen. Das ist ziemlich gut. Der springt einfach drüber. Ist echt ein ganz schöner Rocker, der Typ. So. Ist auch voll interessant bei dem Spiel, dass jeder seine eigene Strategie hat. Also das, ich habe in den Kommentaren auch ganz oft gelesen, Leute, die ihre Strategie reinschreiben, wie sie es machen. Und das ist interessant. Also mir gefällt das, das durchzulesen und so. So. Eieiei, krieg ich auf die Fresse, ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es ist eh noch sehr interessant, was für Zombies auch da verschiedene Arten noch kommen werden. Also bisher kennen wir die Stabhochspringer und das sind die stärksten mit dem Eimer drauf und so. Die ballern ziemlich rein. So, nochmal. Oh, Alter, das haben wir hier schon. Wie viel Schuss? 7 Schuss. Das ist echt geil. Wie es ausschaut auch hier. Drrrt. Wahnsinn. Mann. Aber der Keks ist ganz schön angefressen hier. Wenn sich den hier anschaut. So. Letzte Welle. Bin ich gespannt. Boah, Alter. Boah, Alter. Das geht voll ab. So, hier noch was rein. Das geht ja mega ab, Alter. So. Um diesen Metrie wieder einzuhalten. Ach, deswegen CEO-Fail wahrscheinlich, weil ich voll was Falsches hingebaut habe, ich Idiot. Oh, was ist das denn? Kommt sicher bei meinem super ekliges Englisch wieder. Hello, we are about to launch. Was? Lunch and all out attack on your house. Haus mit Z geschrieben. Die Zombies. Ach, schön. Nächstes Level. Okay. Ah! Okay, was ist das jetzt? Es ist hier mit dem Kegeln. Ich glaube schon, oder? Ach nein, es ist nicht. Zack. Zack. Dann bauen wir. Ja, erstmal hier hin, weil es sind doch sehr viele. Und die warte ich noch. Wo kommen die nächsten Zombies? Da ist der Zombie. Zack. Ja, ich denke, das ist ein gutes System, was ich hier anwende. So. So, perfekt. Dann schießen jetzt schon fast überall, nur unten noch nicht. Och, krass. Hat's nicht zerrissen, da schon her. Aber da sind so viele Kekse dabei. Ich brauche so viele Kekse, brauche ich ja gar nicht. Werf die mal zum Fraß vor. Da. Ja, ist auch ein ganz cooler Modus, mal nicht auf Sonnenblumen zu bauen, sondern einfach zu nehmen, was man kriegt. Aber ich finde, ja, ich weiß nicht, ich finde, ist ein bisschen weniger Taktik, das Ganze. Ja, oh, wie sie Kohlrahmen schwarz. So. Kommt hier noch einen hin. Muss mal gucken, dass wir die ganze Leiste hinten voll bekommen. Das ist optimal, glaube ich. Ich glaube, ich hätte mir merken sollen, wie lange ich schon aufnehme. Mach's einfach mal nach Gefühl. Falls der Part ein bisschen zu lang wird, ist es ja egal. Ich glaube, das ist besser zu lang als zu wenig. Zack. Ach, die roten Kirschen können auch gefressen werden. Das ist angenommen, ich platziere den zu früh schon irgendwie hin oder so.
Dann können die nicht funktionieren, scheinbar. Platze ich da schon einen hin. So. Gib bald die Erbsen-Power. So. Mir ist aufgefallen, dass ich seit neuem dieses So sehr oft sage. Das liegt daran, dass meine kleine Nichte, die ist 3 Jahre bald alt, und nicht ganz 3 Jahre, dass die immer So sagt, das macht die immer. Ich weiß zwar nicht, warum sie das tut, aber sie macht's. Und zack. Wo fehlt noch eine Eisblume? Ich finde, da wird noch eine Eisblume fehlen. So, ich spring gleich mal in die Luft. Das ist krass, Alter. Ja, die stellen mir viel zu viel zur Verfügung von den beiden Blumen. Das ist ja krass, wie ich hier aufbaue. Dann stopp ich gerade den hier noch aus. Wow! Geht ganz schnapp. Dich brauche ich nicht. So. Oh, der kann drüber springen. Das könnte ein bisschen gefährlich werden. Ah, stimmt der? Ne, stimmt nicht. Super. Aber an sich, die müssten ja eigentlich darüber bis zum Rasenmäher. Und dann mäht der Rasenmäher nochmal alle um. Und dann müssen sie ja nochmal. Also, es ist eigentlich noch viel zu einfach, das Ganze hier. Oh nein, der Keks wird gefressen. Yes. Okay, Keks brauche ich gerade nicht. Ja, brauche ich alles nicht. Grab ich dich aus? Hau dich dahin. Jetzt sag Keks dahin. Wenn ich da hinsitzen sollen, gell? Egal. Boah, ist das krass. Alles vollgebaut. Ah, macht nicht viel Sinn eigentlich. Ich hätte ihn umtauschen müssen. Was kommt nochmal? Noch eine Welle kommt noch. Ist ja krass. So. Ich grabe jetzt aus. Und ersetz die. Oh, Eis, wo fehlt noch Eis? Oh, Eis ist schon mal drin. Ah, sau cool. Ein Pilz. Der kostet 0, sogar kannst du immer bauen. Das ist ziemlich cool. Genau, nächstes Level. Genau, jetzt geht's los mit Nacht. Ah. Evening, CEO. You zombies just won't let up with day. Was? Egal. Blablabla. Ich erkläre schon, wie es geht. Nämlich, jetzt haben wir nämlich keine Sonnenenergie mehr, weil es ist ja Nacht, logischerweise. Deswegen brauchen wir den Pilz. Und ich glaube, wir können den Rest zwar noch... Oh, Sonnenblumen bringen, glaube ich, nichts. Die bringen nichts, gell? Oder das kannst du mal testen. Kekse, die da und die da euch noch rein. Genau, das glaube ich. Aber man kann sie hinbauen. Das geht schon noch. Genau. Und jetzt einfach, von diesen blauen von diesen Birnen, die schießen so. Die sind ein bisschen schwächer als die normalen, aber schießen doch recht viel. Die kosten nichts. Kannst einfach hinbauen, wie du möchtest. So. Obwohl, ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, die schießen nicht weit genug. Genau. Ich glaube, die schießen irgendwie nur 3 Felder weit oder so. Ja, genau. Die reagieren nicht. Auch noch ein Nachteil von denen. Ich muss die halt dann nach vorne bauen. Das habe ich verkackt. Dann grabe ich die drüben mal aus, weil die brauche ich nicht. Stirb. Stirb doch endlich. Ja, boah, ich dann... Oh, was ist das? Ah, hab Money. Geld bekommen. Kann ich coolen Stuff kaufen. So, so. Zack. Zack.
Auch hier schaue ich dann sehr oft, dass ich wieder Sonnenblumen bekomme. Aber die Nacht der Nachtmodus gefällt mir an sich nicht so gut, weil halt eben man nicht so viel bauen kann und alles ein bisschen ruhiger ist. Und gerade wenn am Ende aus diesen Grabsteinen dann noch Zombies rauskommen, die dann voll nah im Feld drin stehen, ist dann schon so ein bisschen... Und dieser kostenlose Pilz, der nervt für mich auch ein bisschen, weil dann baut man den halt ständig. Also weißt du, das... Was braucht halt noch sonst Sonnenenergie? Also der Modus, der ist ein... Ja, ich weiß nicht. Wie findet ihr den? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. So. Und zack. Ach, Zombies, lauf doch mal schneller. Bisher sammle ich nur Sonnenenergie, um mehr Sonnenblumen zu kaufen. Aber ja, warum denn nicht, ne? So. Ja. Hä, was ist das denn? Warum hat der eine Unterhose an? Lol, genau die gleiche habe ich auch. Ich meine natürlich, nee, du. So. Wow. Ach, der wird so wütend, wenn man ihn die Zeitung wegschießt. Okay, der rage dann los plötzlich. Okay, die Teilreihen Sonnenblumen, das kann ich dann eigentlich anfangen, auf Erbsengeschosse zu setzen. Hier 200er zum Beispiel. Zack. Nein. Okay, super. Der hält zum Glück nicht so viel aus, dann passt es schon. Ich sehe schon, der kommt jetzt ja nah ran. Also immer 10 Levels pro Welt. Das ist eigentlich ganz gut zu merken. So, noch mehr Pilze. Ich könnte Pilze kochen und essen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Zack. Okay, Finale ist schon da. Finale, los geht's. Zack, zack. Und wie viele kommen jetzt? Ich bin gespannt. Ah, genau, es kramen die aus. Ja, genau. Das ist ziemlich gemein. Aber mei. Ist auch nicht zu schlimm. Kann die Pilze halt noch nicht so viel aus. Die sind sehr schnell gefressen. Aber, ja. Ist alles jetzt halb so wild. Also wie man merkt hier... Oh! Oh, ich krieg Geld mittlerweile sogar. Genau, das ist ein neuer Pilz. Der gibt uns Sonnenenergie, aber eben nicht so viel wie normale Sonnenblumen. Aber kostet dafür auch weniger. Also baut man viel schneller. Und ich glaube, der wird dann irgendwann groß und dann gibt er so viel. Genau hier. Normal, genau, wie eine normale Sonne ist er dann. Erst ist er klein, wird aber dann groß. Ja, Leute, würde ich sagen, war es mit diesem Part. Okay. Dann war es mit diesem Part. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Falls ihr nochmal spielen soll, dann einfach in die Kommentare schreiben oder eine Bewertung da lassen, dann seht ihr schon. Genau, ich glaube, ich mache einfach so lange mit Plants vs. Zombie weiter, bis halt ich merke, bei euch ist nicht mehr der Bedarf da, dann werde ich es zurückfahren. Aber eventuell, also wenn es ist, spiele ich das Spiel gerne durch, wenn ihr wollt. Natürlich, ich weiß nicht, wie lange es Spaß macht, es zuzuschauen. Ist ja auf jeden Fall ja auch immer wieder dasselbe, aber ja, ich weiß es nicht. Genau, dann bis dann, euch einen schönen Tag noch und dann bis dann. Ciao, ciao.